Glück auf und hallo. Mission 6 schon, meine Güte. Also wir schreddern uns gut durch diese Kampagne, die bisher, wie ich finde, wirklich sehr, sehr gut ist. Wenn ihr neu bei der ganzen Sache seid, findet ihr hier die Playlist zu dieser Mission, wenn sie dann soweit erstellt ist. Und ab Minute 5 dann die Playlist zur gesamten Kampagne. Ansonsten, wenn ihr sagt, hey, das Briefing, das interessiert mich nicht so, denn das wird erstmal die heutige Folge sein. Wir werden nicht groß unsere ersten Züge machen, soll wirklich erstmal das Briefing und so ein paar Fragen und Sachen, die wichtig sind, abhaken. Dann findet ihr ungefähr bei Minute 2 hier oben dann auch den Link zur morgigen Mission, wenn sie dann hochgeladen ist. Dann könnt ihr das Ganze heute überspringen und mit Folge 2 der Mission starten. Ansonsten würde ich sagen, legen wir los, damit der Part nicht zu langatmig wird. Lage, 7. Juni 1745, St. Mary Gries. Der erfolgreiche Angriff der 8. auf den vom Georgian gehaltenen Bergkamm am heutigen Morgen hat die Bedrohung von St. Mary Gries aus Süden her beseitigt. Allerdings bedrohen noch immer Teile des 1058. Infanterieregiments St. Mary Gries von Nordwesten her. Bei der Ankunft in St. Mary Gries geriet das 2. Bataillon 8. Infanterieregiment sofort unter Beschuss von deutschen Stellungen nördlich und westlich des Ortes. Beratung mit Van der Fort vom 2. 505 und Colonel McNally vom 2. 8. Infanterie führte dazu, dass Colonel Van der Fort plant, einen koordinierten Angriff, um die Stellung auszuschalten. Auftrag: Die Kräfte des 2. Bataillons 505 greifen die deutschen Kräfte auf der Autobahn nördlich der Stadt an, während die Kräfte des 2. des 8. Infanterieregiments die Autobahn hinter ihnen überqueren und die deutschen Kräfte nordwestlich der Stadt angreifen. Freundliche Streitkräfte. Die Dock- und Easy-Kompanie des 2. Bataillons erhalten den Befehl, die Autobahn hinauf anzugreifen und den kleinen Bauernhof namens Le Licornes rechts der Landstraße einzunehmen. Zur Unterstützung stehen Ihnen folgende Einheiten zur Verfügung: der erste Zug der Able Company vom 746. Panzerbataillon, Artillerie auf Abruf, eine Sektion der Bataillon Mörser 2x81 mm mittlere Haubitzen sowie die Battery B schwere Haubitzen 4x155 mm, die allerdings auch in den folgenden Missionen geteilt wird. Das heißt, einfach draufknüppeln ist nicht. Feindliche Streitkräfte. Die Zusammensetzung und Stärke der feindlichen Streitkräfte ist uns unbekannt. Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass sie mehr als eine Kompanie stark sind. Ihre Stärke wird dezimiert sein, da sie den ganzen Tag im Einsatz waren. Sie scheinen allerdings mindestens ein Sturmgeschütz zur Verfügung zu haben. Plan: Die Dock Company stößt auf die feindliche Verteidigungsstellung auf der linken Seite der Autobahn vor, während die Easy Company auf der rechten Seite angreift und mit Panzern zur Unterstützung. Das Ziel ist zweifach: Zerstörung der feindlichen Kräfte im Raum St. Mary Gleese, beziehungsweise sie St. Mary Gleese bedrohen. Und Räumen und Besetzen von Le Licornest. Sie haben eine Stunde Zeit, um die Befehle auszuführen. Klingt jetzt erstmal easy going, wird es wahrscheinlich nicht sein. Wir springen mal rüber auf die Karte. Nun gut, wir versuchen das mal so ein bisschen. Es wird Freihand werden, deswegen entschuldige ich das Gekrackel. Ah. Das Gelände gibt ja jetzt auch nicht so unglaublich viel her. Ja. Also wir haben hier quasi unsere Zuständigkeitsbereiche, wenn man so will. Wir haben hier links Dock, wir haben rechts Easy plus machen wir hier, weil die ja verstärkt sind und werden letztendlich eben mit unseren Infanterieverbänden. Ja, Moment, machen wir es ein bisschen ordentlicher. Ganz ja auch in halbwegs hübsch machen, ne? So, wir werden also mit unseren Infanteriejungs
Eigentlich ja hier noch diese. Werden wir jetzt quasi hier uns vorbewegen und entlang der Straße, Autobahn ist, wenn man sich das anguckt, auf dem Bild ein bisschen übertrieben, quasi angreifen. Grundsätzlich sollen ja diese Zuständigkeitsbereiche eben dafür sorgen, dass man nicht zu viel hin und her switcht. Aber ist natürlich klar, sollten wir hier drüben zu viele Ausfälle haben, na, wir ergänzen uns. Wir haben natürlich wie immer, auch wenn die natürlich immer nur so begrenzt zum Tragen kommen, unsere Line of Departure, sage ich jetzt immer. LOD oder LD, ja, oder die Absprunglinie. Und von da aus arbeiten wir uns dann weiter. Wir versuchen parallel zu arbeiten. Ja. Baseline 1. Wir sehen, dann haben wir hier dieses Gekrackel. Ja. Das wird uns sehr, sehr viel Zeit kosten. Baseline 2. Wir haben natürlich auch in Anführungsstrichen wieder nur in Anführungsstrichen eine Stunde Zeit. Und dann letztendlich werden wir versuchen, über diese Bereiche, dass wir also quasi aus Frontal angreifen plus Umgang über die Seiten, gerade dass sie hier später einen Bogen schlagen. Und auch seitlich auf den Ort zu kommen. Mit frontaler Bindung. Und dann daran arbeiten. Aber soweit sind wir noch nicht. Werden wir uns auch gleich auf der Karte angucken. Einige interessante Bereiche. Und uns fehlen halt einfach die schweren bzw. auflafettierten Maschinengewehre, die ich, wenn ich die deutsche Seite spiele, immer sehr, sehr praktisch finde. Wir müssen auf jeden Fall diese großen freien Felder überbrücken und die sind natürlich katastrophal für uns. Hier drüben ist es ein bisschen einfacher, weil wir Panzer zur Verfügung haben. Die haben wir hier links nicht. Sie sollen auch eigentlich hier drüben unterstützen, aber wir müssen mal gucken, ob wir nicht eventuell einen Halbzug dann am Ende rüberschicken. Besonderes Augenmerk ist auch wieder hier, ne? Da haben wir eventuell eine Feindposition, die uns früh aufs Korn nimmt. Allgemein gehe ich davon aus, dass der Gegner uns hier auffängt. Hier und hier. Und dann natürlich auch wieder hier. Hier. Und hier. Ähnliches hier. Also ich rechne damit, dass ich in den Bereichen immer wieder Verteidigungslinie, wenn er eine Kompanie stark ist, plus Support, und natürlich wird die Stadt besetzt sein. Frage, die wir uns stellen müssen, ist Mörser. Arti. Schwere Maschinengewehre, wo und wie viele? Bei einer Kompanie rechnen wir mal auflafettiert mit 2 bis 6 Stück, die unterschiedliche Feuerbereiche haben. Dann natürlich, wir haben hier ein Infanterieregiment, aus dem die Teile vermutlich sind. Also haben wir Panzerschreck. Gut, danke. Schreiben wir es nochmal richtig. Oder ich schreibe einfach AT-Waffen.
AT-Waffen. Also eben Panzerfäuste, Panzerschreck, eventuell Pax, dürfen wir auch nicht vergessen, ne? Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Deutschen haben historisch gesehen in ihren Abwehrkämpfen immer sehr stark mit Panzerabwehrgeschützen gearbeitet und zusammen mit ihren Mörsern und ihren MGs da tatsächlich enorme Verluste verursacht. Also und natürlich Bunker. Gibt es in dem Gelände Bunker? Das wird ein enormer Punkt sein. Wir werden versuchen, ein bis zwei Scout-Trupps pro Kompanie auszugliedern, diese Scout-Trupps vorzuschicken. Wir können sie nicht aus den Squads, den Squads mit den schweren Waffen ausgliedern. Glaube ich. Es könnte dann nicht zum Problem kommen, wenn wir einen Sturm und ein Deckungselement binden wollen. Damit werden wir hier nämlich mehr arbeiten. Leichtere Sturmelemente, schwerere Deckungselemente. Gehen wir aber gleich rüber auf die Karte, sprechen wir dann nochmal drüber. Ja? Gut, machen wir das. Gehen wir auf die Karte rüber, denn ich denke, so wirklich viel taktische Raffinesse lässt diese Map auch gar nicht zu. Wir werden uns das gleich nochmal in der 3D-View angucken, auch wegen den Höhenunterschieden. Die sind auch sehr, sehr wichtig. Aber ihr seht es, wir haben viel, viel offene Fläche, was natürlich ein großes Problem ist. Das heißt, im Grunde genommen können wir fast, weil uns die Karte da ja auch so vorgibt, das Ganze fast nur energisch an den Gegner rangehen. Wir können zum Vorgehen hier so ein wenig die Bocage oder Hecke nutzen. Wenn der Gegner die aber im Blick habt und ihr erinnert euch vielleicht bei, was, es war nicht Le Grand Homelette, es war, glaube ich, die davor, wo der Gegner quasi diese Hecke mit dem MG genau im Blick hatte und wir dann relativ schnell Leute verloren haben, als sie uns an der vorbewegt haben. Also auch da, ne, müssen wir halt sehen, wie wir das nach Möglichkeit machen. Aber wir werden hier vermutlich nicht davon wegkommen, übers freie Feld springen zu müssen. Ein Vorteil, den wir haben, wir spielen Fallschirmjäger. Fallschirmjäger haben Sprengladungen dabei. Das ist tatsächlich gut für uns. Das heißt, unsere Infanterie braucht nicht automatisch auf Pioniere warten, sondern können sich ihre Wege eventuell selber schaffen. Was wir nicht haben, sind Shermans mit Räumschild bzw. Bocage-Cutter vorne dran, um durch die Bocage oder Hecken zu schneiden. Das wäre auch schön gewesen. Aber wie immer, wir arbeiten mit dem, was wir haben. Und damit würde ich sagen, gehen wir rüber in die 3D-Sicht. Gut, sind wir hier auf der Map und wie ihr seht, ich habe das hier schon so ein bisschen geordnet. Wie gesagt, hier drüben haben wir die Easy Company zusammen mit den Panzern. Hier links haben wir die Dog Company. Und wir gehen jetzt quasi auf den Feind vor. Wir werden das am Anfang schon ein bisschen vorsichtig machen. Also ich werde jetzt hier nicht gleich in die zweite Reihe rüberschießen, beziehungsweise springen, sondern wir werden vorspringen an diese Bocage, werden anschließend uns auf dieser Höhe vorarbeiten. Die Scout-Trupps gehen vor. Ich habe das ja gesagt, ich habe das hier so ausgegliedert. Ich habe also wirklich die Squads auseinander gebastelt und habe immer ein Assault-Team und ein, beziehungsweise zwei aus, oder aus zwei Fire-Teams bestehende Deckungselemente gebaut. Deswegen sind wir hier auch so breit aufgestellt. Aber damit kann ich das Spacing so ein bisschen selber beeinflussen. Wir werden uns vornehmen für das erste Mal. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Und übrigens, ich sehe hier so eine leichte Diesicht. Das heißt, wir gucken auch mal bei Conditions an. Wir haben Thick Haze. Das ist natürlich. Es ist warm. Ground Conditions sind damp. Möglicherweise verlieren wir einen Panzer und wir haben leichten Wind aus Richtung Südwest. Nun gut. Das heißt, der Wind trägt das Ganze, wenn wir hier links was eher Richtung Hochgehöft, okay. Wenn wir können, werden wir hier von hier aus einmal schon mal Recon by Fire vorsichtig hier in Siegoswil reinfeuern. Auch hier in diesen Tümpel. Ja, weil der ist gerade mit seiner leichten Senke. Also wenn ich ein
MG und einen 5 cm Mörser unterbringen müsste, ich würde das genau hier tun. Den Gegner frühzeitig auffangen, ein paar Schüsse abgeben und mich nach hinten absetzen. Ja, denn immerhin, das sind ja hier auch 250 Meter, ist gute Distanz. Ja, leichter MG-Trupp, nicht unbedingt auflafittiert. 5 cm Mörser. Warten, dass der Gegner aufs offene Feld kommt. Und drauf. Gebäude bietet natürlich Schutz. In echt war es so, dass man häufig Gebäude, wenn man die Möglichkeit hatte, nicht direkt als Verteidigung genutzt hat, zum Beispiel drunter gelegen oder daneben, weil natürlich so ein Gebäude auch automatisch, sage ich jetzt mal, fast wie so eine Rauchgranate auf der Straße Feuer anzieht. Ja. Anders als bei CM kann man ja im echten Leben, wenn da jemand Rauch hinschmeißt, da auch reinflanken. Man will vermutlich trotzdem nichts treffen, aber es ist halt anders als bei CM, wo die KI dann einfach sagt, nee, da kann ich nicht durchgucken, also kann ich da nicht hinschießen. Ja, ist ja nun mal so. Genau. Das heißt, hier gehen wir an die Bocage vor und hier drüben werden wir uns Durchgänge für die Panzer sprengen müssen. Dafür haben wir unsere Pioniere hier aufgeteilt. Ja. Aber vielleicht soll ich erst nochmal hier drüben bleiben. Also erstmal hier hinten Headquarter. Ich werde es versuchen, ein Stück weit mitzuziehen. Wir sehen hier auch, Thunderfort ist sehr, sehr gut. Ja, also C2-Link sollten wir, wenn es geht, geschlossen halten. Wir haben Third Squad, also unseren Lieutenant Turnbull, den wir schon kennen. Ja, der sehr gute Arbeit geleistet hat mit seinem Third Platoon. Und Second Platoon sind quasi unsere angreifenden, manövrierenden Elemente, während letztendlich das First Platoon erst einmal in der taktischen Reserve hinterher dackelt. Ja, zusammen mit den Pionieren. Ich habe die hier jetzt noch nicht aufgeteilt. Die Pioniere bringen neben mir im eigenen HQ auch noch einen Panzerabwehrtrupp mit einer Bazooka, sehr praktisch. Also hier drüben, wie gesagt, Third und Second greifen an. Und Givens bleibt erstmal in der Rückhand. Er kann eventuell dann auch vorbei manövrieren, während zwei Kräfte oder zwei Platoons gebunden sind. Ja, so der Plan. Hier drüben bei der Easy Company. Peterson führt den ersten Zug an. Hier ist es so, dass erster und zweiter Zug im direkten Angriff sind. Also Jarvis und Patterson sind quasi die angreifenden Elemente, während hier dann quasi Waters in der Reserve bleibt. Ja. Und wir sehen hier vorne haben wir Burgoyne. Also hier gehen wir dann entsprechend vor. Hier bringen die Pioniere, haben wir sie gesagt, aufgeteilt. Einmal ein Trupp, der aus zwei Fireteams besteht und 8 Sprengladungen hat und einmal 6. Deswegen habe ich die so aufgeteilt und die bringen hier ein Bar mit. Ja, kann man sich drüber streiten. Ich bin kein so großer Fan des Bars. Ich hätte lieber MG34 oder 42, aber nun gut. Dafür haben wir halt jede Menge halbautomatische Gewehre. Wie sagt man immer so schön, ein Tod muss man sterben. Dann haben wir halt unsere Panzer. Wir können ja mal durchgucken. Wir haben hier halt M1. M4A1 Shermans, 75 mm Knifte. Es ist übrigens ein weit verbreiteter Irrglaube, dass die 76er so viel effektiver war. Natürlich war es die größere Mumpel und sie hatte ihre Vorteile, aber sie war nicht der Game Changer, für den sie oft dargestellt wird. Ist immer ganz interessant. Ja, also wir haben 4 Stück davon. Organisiert halt quasi einmal das HQ und zwei Halbzüge. Also quasi, das ist hier First Platoon, das First Platoon HQ. Und wir werden die halt als zwei Halbzüge organisieren, bringen die auch gleich am Anfang in die Bocage ran. Ich finde sehr schöne Modelle. Ja, wirklich hübsch. Und hier sehen wir auch mit Sandsäcken drauf. Das war leider teilweise auch nicht so eine gute Idee, aber gut. Nichtsdestotrotz, schöne Modelle, auch die Infanteriemodelle sehr, sehr hübsch geworden, alles, muss man wirklich sagen. Tolle Mods gibt es für CM, wo sich die Leute echt viel Mühe gegeben haben
Und ich finde, das bringt dann doch noch einiges an Immersion, auch wenn natürlich die Grafik von CM schon irgendwo angestaubt ist. Nun gut, was gibt's noch groß zu sagen? Wenn wir uns das Gelände angucken, über diese beiden Points of Interest, also Tümpel und Sigurdsville, haben wir ja schon gesprochen. Dann haben wir hier den Weiler, sage ich jetzt einmal. Eine kleine Ansammlung von Bäumen. Bedingt nutzbar für den Gegner, weil schon ein bisschen unebene. Hier haben wir eine schöne Position, die leicht erhöht ist und deswegen leicht übers Feld gucken kann. Und damit auch für den Gegner eine schöne Position ist, um eventuell rückwärtig auf uns zu feuern. Kann sich hier absetzen, aber er ist natürlich eingeschränkt in den Möglichkeiten, sich abzusetzen. Also er kann das nur durch diese Lücke tun. Aber auch da werden wir Recon by Fire einfach mal reinflanken. Das wird, glaube ich, nicht schaden. Hier drüben erwarte ich ja weniger Feind. Der müsste hierhin ausweichen. Und ich denke also, Phaseline 1 werden wir relativ gut erreichen. Wir werden auch versuchen, uns hier einen Weg durchzusprengen, um eben dann diesen Bereich mit einem Element zu besetzen und damit dann quasi uns ja auch einen weiteren Raum zum Feuern zu öffnen. Natürlich ist es so, wenn wir es uns angucken, wir haben hier diesen kleinen Bereich und wenn der Gegner hier diesen Bereich hat, dann kann er quasi aus diesen Bereichen unglaubliches Feuer auf uns aufbauen, wenn er die dort hat. Nachteil, und das habe ich ja auch bei einigen Missionen schon angesprochen, ist, eine Kompanie ist nicht viel. Ja, wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, wir haben jetzt die zwei Companies und haben die hier schon gut verteilt. Aber ihr seht zum Beispiel, jetzt stellt euch mal vor, hier drüben würde ich noch das dritte Squad mit eingliedern, dann wäre die Bocage hier voll. Und das ist der Punkt. Das ist schon relativ viel dann, aber auf einen kleinen Fleck der Gegner könnte sich natürlich komplett hier hinten im Ort verschanzen. Dann hätte er die meiste Feuerkraft, aber dann fängt er uns auch erst da ab und wir sind ihm überlegen. Ne? Sondern es ist ja so im Grunde genommen, doof gesagt, Zeit gegen Land tauschen, ne? Und immer wieder den Gegner auffangen. Verluste hinzufügen, ausweichen. Das ist auch etwas, was die KI halt nicht so gut kann, was wiederum gegen menschliche Spieler spannt. Es ist okay, und da freue ich mich auch sehr auf das Match gegen Fusselpulli, was wir dann in Cold War spielen wollen. Ich hoffe, dass es das wirklich so ausgeht, wie es dann auch sein soll, aber dass man wirklich sagt, okay, ich fange den Gegner auf, ja, ich füge ihm Schäden hinzu, ich merke, okay, er wird zu stark, ich weiche wieder aus. Und das ganze Spiel. Ja, Listen and Repeat. Immer wieder. Auffangen, ausweichen, auffangen, ausweichen. Ja, also schönes Verzögerungsgefecht. Bis natürlich an dem Punkt, wo das nicht mehr geht. Wenn der Gegner jetzt hier kräftetechnisch eine Verteidigung, sagen wir mal, halb so stark ist und eine reine Frontlinie bildet, dann hat er natürlich erst einmal die Möglichkeit, uns auch direkt aufzufangen und zu halten. Ja, ich brauche ja kein Land tauschen, wenn ich das nicht muss. Aber der Punkt ist ja, wir sind ihm mindestens 2 zu 1 überlegen, vermutlich. Wir haben Support-Elemente und wir können unsere Schwerpunkte etwas leichter legen, weil wir ja im Angriff sind und Kräfteüberlegenheit haben. Das heißt, wir können gucken, können wir den Gegner eventuell ummanövrieren. Er muss ja zum einen diesen ganzen Bereich abdecken, er muss ja wissen, von wo wir kommen, er muss also aufklären, er muss seine Linie bilden und wie gesagt, man könnte jetzt natürlich sagen, wir machen das hier hinten, da haben wir dann alle Kräfte auf einmal, aber dann ist er auf so einem kleinen Raum, deswegen er wird sich hier vermutlich schon ähnlich wie in den anderen Missionen sehr stark verteilen müssen und dann vermutlich enorme Probleme bekommen. Aber gut, das werden wir beim nächsten Mal sehen, denn für heute war es das leider auch schon wieder. Ich freue mich darauf, bin gespannt, wie die Mission läuft und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Sagt wie immer bis denn dann und ciao, ciao. Glück auf und hallo nochmal. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like sehr freuen oder auch ein Abo. Wenn ihr immer up to date bleiben wollt, drückt die Glocke und dann gibt es hier drüben noch ein weiteres Combat Mission Video für euch und hier unten die Playlist
zu dem gesamten Gefecht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund. Ich wünsche euch was. Ciao, ciao.